Ja, also ich bin Starbuck, mache seit jetzt inzwischen 15 Jahren oder ein bisschen länger sogar schon mit Biometrie rum, um es mal irgendwie so platt zu sagen. Also hauptsächlich mit der Überwindungssicherheit von biometrischen Systemen. Schreibe gerade meinen PhD unter den gleichen, aber mit dem gleichen Thema, irgendwie auch Überwindungssicherheit von biometrischen Systemen. Und ja, habe halt irgendwie auch schon in der Öffentlichkeit so den einen oder anderen Hack gezeigt, der es halt sich mit Biometrie beschäftigt. Ja, genau, also du bist ja auch relativ bekannt geworden durch den iPhone-Hack zum Beispiel. Könntest du uns darüber ein bisschen erklären, ob das jetzt wirklich eine schwere Aufgabe für dich war oder war das eher so, ich mache das mal nebenbei? Also tatsächlich war ich im Endeffekt, also als es dann funktioniert hat, also ich habe das iPhone ja irgendwie bekommen, als es gerade rausgekommen ist in Deutschland und irgendwie mehr oder weniger am Abend des gleichen Tages, also es war irgendwie so mittags bei mir und irgendwie am Abend war es irgendwie schon gehackt. Also es war tatsächlich relativ einfach. Also erstaunlich einfach, muss ich dazu sagen, weil ich irgendwie auch schon dachte, naja, wenn Apple irgendwie ein System irgendwie auf den Markt bringt, dann werden sie sich da schon Gedanken bei machen oder Gedanken drüber machen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es halt gerade bei Fingerabdrucksystemen wirklich schwierig ist, irgendwie ein System zu bauen, was halt unhackbar ist oder halt was wo der Aufwand relativ hoch ist. Und halt gerade so im Endconsumer-Bereich irgendwie ist es natürlich irgendwie nochmal weniger, weil man muss natürlich irgendwo aufs Geld gucken. Von daher, im Endeffekt war es abzusehen, dass es funktioniert, dass es halt wirklich so schnell funktioniert hat, fand ich dann auch ein bisschen überraschend. Okay. Und eine andere Sache, wo du ja auch sehr bekannt wurdest, ist, als du die Fingerabdrücke von Politikern geklont hast, quasi. Hast du dadurch irgendwelche Schwierigkeiten bekommen? Nee, tatsächlich nicht. Also jedenfalls nicht, dass ich davon wüsste. Also ich hatte irgendwie im Nachklang irgendwie von dem Schäuble-Fingerabdruck-Klau damals, also 2005, einen sehr eigenartigen Besuch bei mir zu Hause, wo ich sagen würde, das könnte irgendwie der Staatsschutz, was auch immer gewesen sein. Ist halt nur eine Vermutung, aber ansonsten, also mir ist zumindest nichts aufgefallen, dass es da irgendwie Probleme gegeben hätte im Nachklang. Okay. Und wie würdest du allgemein die Situation einschätzen bezüglich Fingerabdrücke für Forensik? Glaubst du, dass es immer noch wirklich ein sinnvolles Tool ist, einzusetzen? Oder würdest du sagen, es ist einfach viel zu einfach, mit Haushaltsgegenständen Fingerabdrücke so zu klonen, über Fotos zum Beispiel, dass es einfach mal falsche Spuren hinterlässt? Also ich glaube tatsächlich, dass der Fingerabdruck in der Kriminalistik irgendwie überbewertet wird. Also halt damals, als es irgendwie halt eingeführt wurde, irgendwie als sie es zuerst benutzt haben, gab es halt so diese Techniken irgendwie noch nicht, um Fingerabdrücke nachzumachen. Von daher, wenn man einen Fingerabdruck am Tatort gefunden hat, war die Wahrscheinlichkeit, dass es von der Person irgendwie hinterlassen wurde, relativ groß. Inzwischen ist es wirklich so einfach, also ich habe irgendwie auch schon mehrfach gezeigt, mit irgendwie halt wirklich geringen finanziellen und zeitlichen Aufwand eine Attrappe zu bauen, dass man halt auch Fingerabdrücke, also falsche Fingerabdrücke an Tatorten hinterlassen kann, wo ich irgendwie aus meiner Erfahrung sagen würde, dass zumindest die Fingerabdrücke selber nicht unterscheidbar sind, irgendwie, ob die jetzt halt von der realen Person oder von einem Fälscher irgendwie hinterlassen wurden. Okay. Man muss dazu sagen, dass halt Fingerabdrücke heutzutage nicht mehr so standalone betrachtet werden, sondern gibt es irgendwie auch noch DNA-Analysen von dem Fett, was die Fingerabdrücke hinterlassen. Aber der Fingerabdruck selber, also wenn Sie nur den Fingerabdruck betrachten, würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, wie eindeutig der tatsächlich noch ist. Okay. Und könntest du vielleicht einen Tipp geben, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma sich überlegt, Biometriescanner einzusetzen? Welche der Biometriescanner? Also es gibt ja verschiedene Techniken, also Stimme, Augen. Und sollte man, wenn man ein System einsetzt, das nur für 2FA verwenden, also für Multifaktor-Authentifizierung? Also welches System man einsetzt, hängt natürlich ganz stark von den Gegebenheiten irgendwie ab. Also je nachdem, ob man zum Beispiel genug Platz hat, irgendwie große und teure und sichere oder sicherere Systeme zu benutzen oder ob man halt die Technik in einem Mobiltelefon oder in eine Smartcard irgendwie integrieren muss. Da hat man dann, also ist man schon vornherein eingeschränkt, irgendwie die Technik zu wählen. Und ansonsten ist Two-Factor-Authentisierung natürlich irgendwie immer zu bevorzugen. Also kann jetzt sein, dass du halt Besitz oder Passwort und Biometrie machst, kann aber auch sein, dass du halt zwei biometrische Merkmale zum Beispiel nimmst, also das neue Samsung
Galaxy S9, glaube ich, hat irgendwie jetzt gerade Gesicht und Iris in Kombination. Aber was die machen, ist, die machen keine Unverknüpfung. Das heißt, es muss nicht Gesicht und Iris erkannt werden, sondern sie machen eine Oder-Verknüpfung. Das heißt, entweder Gesicht oder Iris. Ah. Und wenn dadurch, dass es eine Oder-Verknüpfung ist, hast du automatisch einen Sicherheitsverlust eigentlich, also gegenüber den Einzelnen. Weil du musst halt nur noch eins von beiden knacken, ja. Dann nimmst du natürlich das Einfachere. Wenn man die Kombination als Unverknüpfung macht, dann bringt es auf jeden Fall höhere Sicherheit. Das Problem bei Biometrie ist, dass man halt nicht sagen kann, dass das immer funktioniert. Also irgendwie blödster Fall, irgendwie man sägt sich den Finger ab. Und wenn man halt eine Unverknüpfung aus Passwort und Fingerabdruck hat und der Fingerabdruck dann weg ist, dann hat man sich praktisch komplett aus dem System ausgesperrt. Das heißt, man muss halt auch immer eine Backup-Lösung haben. Und da muss die Backup-Lösung aber irgendwie auch zumindest genauso sicher sein, wie halt die Kombination, also diese Two-Factor-Authentifizierung aus Biometrie und Passwort oder was auch immer. Das heißt, es ist schwierig, da so generell zu sagen, man macht sicherer mit Two-Factor, genau aus dem Grund, weil es halt immer irgendwie noch ein Backup geben muss. Okay. So, für dich ist es ja dieses Jahr das erste Mal, wo du hier auf Hardware.io bist. Ja. Was waren so deine Eindrücke bisher? Du hast ja auch einen Workshop gerade gegeben. Ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr nette Veranstaltung. Also irgendwie ziemlich coole Leute. Irgendwie hier irgendwie der Bereich irgendwie unten, dieses Foyer, irgendwie da steht irgendwie ein Auto, wo man irgendwie mit rumspielen kann. Irgendwie an allen möglichen Tischen gibt es irgendwie lustige Sachen zu hacken. Also auf jeden Fall eine sehr ziemlich geile Veranstaltung, ja. Okay. Und wie hast du über die Konferenz also wie wusstest du, dass diese Konferenz existiert? Wurdest du direkt eingeladen? Ich wurde eingeladen. Also ein Freund von mir hat irgendwie hier damals einen Talk gegeben und irgendwie dann hat mich der Veranstalter irgendwie gefragt, ob ich irgendwie nicht auch mal einen Talk geben will oder einen Workshop machen. Und irgendwie, also es klang auf jeden Fall nett und also ich mag halt auch so kleine Veranstaltungen irgendwie, dann kann man irgendwie auch noch genug Zeit, irgendwie sich mit Leuten irgendwie zu unterhalten und irgendwie viele Leute, die ich eh von anderen Konferenzen kenne, sind auch hier. Das heißt, irgendwie ist einfach auch ein nettes Publikum. Okay. Und zuletzt, wie würdest du allgemein die Hardware-Security-Szene in Deutschland einschätzen? Ist die sehr stark vertreten oder ist es eher noch sehr sporadisch und in sehr kleinen Gruppen? Also gibt es auf jeden Fall einige, also gerade so im Umfeld vom CCC, wo ich halt irgendwie herkomme, gibt es halt wirklich viele Leute, also auch viele wirklich intelligente oder Koryphäen auf dem Gebiet, die sich mit Hardware-Security beschäftigen. Aus firmentechnischer Sicht ist da sicherlich irgendwie noch Spiel nach oben. Also es gibt, glaube ich, mehr Nachfrage nach Firmen, die sich mit Hardware Security oder sowas beschäftigen, als es wirklich irgendwie Angebot gibt. Also es ist auch wirklich im Kommen gerade? Also schon eine Weile irgendwie ist die Nachfrage da, aber halt tatsächlich so das Angebot irgendwie fehlt, glaube ich. Also ich habe keinen Überblick, ob es jetzt irgendwie gewachsen ist oder sowas. Ja. Aber was ich so höre, ist auf jeden Fall so der Bedarf nach mehreren wäre auf jeden Fall vorhanden. Okay, gut. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ja, gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr dann wieder hier. Ich gehe davon aus, ja. Alles klar, vielen Dank. Ja.